Ausführungen gleich diskutieren. Warum ist das denn? Also Sie bitten, dass Sie vielleicht die Fragen, die Sie schon haben, sich auch nochmal kurz notieren. Ich sehe, dass schon bei einigen auch die Notizen angesprungen sind. Aber wir nehmen die Unternehmensbesteuerung noch mit dazu, Herr Dr. Steißlinger. Ja, meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen. Ich hatte die Anfrage von Herrn Dr. Tomka, hier heute zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich einmal nicht für Unternehmer spreche, sondern für eine Partei. Und das Steuerrecht ist typischerweise für mich ein Datum, dem ich zu folgen habe. Und es freut mich sehr, bei der Partei zu sprechen, wo dann auch ein gewisser politischer Spielraum da ist, zu gestalten. Insofern möchte ich heute vortragen, wie mittelständische Unternehmen heute die Entwicklung des Steuerrechts sehen. Und dazu auch meine ganz persönlichen Wünsche vortragen. Wir haben eigentlich ein paar wesentliche Positionen. Es geht einmal um die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die drohende Vermögenssteuer und dann noch zwei, sagen wir, eher technische Dinge, die ich aber auch vortragen möchte, weil sie eigentlich ganz wichtig sind. Einmal der Herstellungskostenbegriff und Einkommenssteuerrichtlinien. Und der vierte Punkt, für viele wohl unbekannt, eine sogenannte Gelangensbestätigung für innergemeinschaftliche Lieferungen bei der Umsatzsteuer. Am Ende möchte ich setzen, was fordert eigentlich das Unternehmenswelt von einem modernen Steuerrecht für Unternehmen? Und am Ende mein Fazit, was ich eigentlich daraus folgere. Erbschafts- und Schenkungssteuer, sobald eben die Diskussion losgeht über die breiten Schultern, die viel tragen können, das sind drei Kernpunkte: Spitzensteuersatz, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer. Und so ist auch kein Wunder, dass aktuell die Diskussion wieder ganz, ganz stark in diese Richtung geht. Wie ist die Struktur heute? Wir haben Freibeträge, die gestaffelt sind, je nach Verwandtschaftsgrad von 20.000 bis 500.000 Euro. Wir haben Steuersätze, die sehr stark differenziert sind, auch nach Verwandtschaftsgrad. Und die von 7 bis 50% reichen. Und wir haben aktuell sehr umfangreiche verschiedene Befreiungsmöglichkeiten. Gerade im Betriebsvermögen gibt es eigentlich zwei Verschonungsmöglichkeiten. Die Regelverschonung mit 85%, eine sogenannte Optionsverschonung von 100% Wertabschlag. Weiterhin gibt es Familienheime, die steuerfrei sind, oder auch Kunst kann unter bestimmten Umständen steuerfrei vererbt werden. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Sie heute Bargeld übertragen, ist gar keine Frage. Bargeld muss zu 100% versteuert werden. Dann gab es bis vor einem Monat etwa eine Möglichkeit, sogenannte Cash GmbH. Sie stecken 10 Millionen Euro Bargeld in eine GmbH. Die GmbH legt das Bargeld als Festgeld bei der Bank an. Diese GmbH wird verschenkt, war bis vor einem Monat komplett steuerfrei. Wurde aber jetzt Gott sei Dank rechtzeitig noch abgeschafft. Das geht heute nicht mehr. Dann bei Immobilien ein sogenanntes Familienheim, das von einer Familie genutzt wird. Das ist steuerfrei. Dann gibt es Wohnungsunternehmen, wenn Sie heute eine Immobilien GmbH oder KG haben, die einen Bestand von 200, 300, 400 Immobilien hält, dann ist auch diese Gestaltung zu 85 oder gar 100% steuerfrei möglich. Wer hat Druck in dieses Thema gebracht? Zum einen war der Bundesfinanzhof. Der Bundesfinanzhof hat genau diese Gestaltungsmöglichkeiten wie diese Cash GmbH gesehen und hat in einem Beschluss entschieden, diese heutige Begünstigung, die sollte eigentlich gemeinwohlorientiert sein, sollte orientiert sein daran, dass Arbeitsplätze und Unternehmen erhalten werden, aber genau diese Cash GmbH ist möglich rechtlich, hat aber gar keine Arbeitsplätze. Insofern sieht hier der Bundesfinanzhof eine Regelung, die nicht verfassungskonform ist und hat den Vorgang dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Wir haben schon angesprochen, wir haben Oppositionsparteien verschiedener Couleur, die haben alle was zu sagen zum Thema Erbschaftssteuer. Auch in dem Bereich ist die Ausdrucksweise recht vage. Künftig stärker am Erhalt von Arbeitsplätzen koppeln, unsoziale Wirrwarr beseitigen,
Die Linke sagt eben 3x7 Milliarden wollen wir mehr. Das ist mal eine klare Ansage, aber wie immer, das sagen sie nicht. Also schon hier eine klare Message. Die Parteien wollen an dem Thema etwas ändern. Und sie haben eben auch eine klare Steilvorlage durch das Bundesverfassungsgericht, die eben sagen, die bisherige Entlastung für Betriebsvermögen geht eigentlich zu weit. Nur mal ein Beispiel, also die klingt sehr abstrakt. Ich habe einfach mal ein Beispiel gemacht. Das Beispiel entspricht einer Größenordnung etwa einem Vorgang, den wir momentan beraten. Wir haben ein Unternehmen, das hat 25 Millionen Euro Wert nach steuerlichen Werten. Und früher galt ja hier die Bewertung zum Einheitswert bei einer KG. Heute gilt eben der Verkehrswert inklusive des Ertragswertes. Insofern kann man eben bei Unternehmen durchaus relativ schnell ganz stolze Größenordnungen erreichen. Wir haben hier unterstellt, das Betriebsvermögen wäre 25 Millionen Euro. Und wir haben jetzt nur mal diese geringere Variante angesetzt, eben 85% Verschonung für Betriebsvermögen. Dann bleiben eben 3,7 Millionen Vermögenswert übrig. Davon wird noch der Freibetrag abgezogen. Damit haben wir eben eine Belastung von rund 635 Millionen und damit die Gesamtbelastung bezogen aufs Unternehmensvermögen mit sehr moderaten 2,5%. 635 Ja, toll. Und dann wäre es gestorben? Wie bitte? Wer ist gestorben? Also die Übertragung von Vater auf Sohn wurde schon unterschnell. Ja, also das ist schon ein Euro, also halb, also von daher schon, dass es halb ist. Jetzt mal die Variante bei den Grünen. Jetzt haben wir auch mal unterstellt, dass diese Begünstigung für Betriebsvermögen komplett entfallen würde. Dann bleibt als Abzugsbetrag lediglich der Freibetrag von 400.000 Euro, steuerpflichtig damit 24,6 Millionen. Und damit ergibt sich eben eine Belastung von 6,6 Millionen. Wenn es jetzt im Depot wäre bei der Bank oder im Bankkonto, dann kann man sagen, nimm die 6 Millionen runter, zahl die mal, dann ist das Thema erledigt. Wir haben hier ein Unternehmen und 6 Millionen in der Portokasse hat es typisch Unternehmen nicht. Wir haben heute eine Situation, die Banken werden immer kritischer in der Kreditvergabe. Die Eigenkapitalfinanzierung wird immer wichtiger. Und in der Situation eben über die Erbschaftssteuer große Mengen an Kapital herauszusaugen, ist halt absolut unverantwortlich. Jetzt gibt es ein paar Gedankenspiele. Was macht das Verfassungsgericht? Die können entscheiden, es wäre komplett verfassungswidrig. Das Gesetz darf gar nicht mehr angewandt werden, die gezahlte Steuer wird schnell zurückzuerstatten. Also das sind alles Gedankenspiele. Die Mehrheit der Fachleute geht davon aus, dass wir eine gewisse Verfassungswidrigkeit haben, aber das Gericht wiederum sehr durch Augenmaß anwendet und diese Situation nicht rückwirkend ausspricht, sondern eben mit Wirkung für die Zukunft. Und die Gesetzgeber wieder eine Frist einräumt innerhalb der diesen Zustand beseitigen kann und einen konformen Zustand herstellen kann. Wir haben laufende Beratung von Unternehmern. Jetzt gibt es die Frage, was kann man tun? Wir haben schon viele Unternehmer beraten in die Richtung, noch solange das aktuelle Recht gilt, solange noch kein Verfassungsgericht gesprochen hat und keine Bundestagswahl stattgefunden hat, auf dem sicheren Boden des aktuellen Rechtes zu schenken, weil eben die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eigentlich das Recht sich nur zum Nachteil verändern kann. Der nächste Punkt, die Vermögensteuer. Die Vermögensteuer heißt ab und zu mal, wurde abgeschafft, ist einfach falsch. Das Vermögensteuergesetz gilt eigentlich noch, es ist noch nicht abgeschafft, es darf nur nicht mehr angewandt werden, weil eben das Verfassungsgericht diese Steuerart verboten hat, weil verschiedene Vermögensarten zu unterschiedlich besteuert wurden. Also ab 97 darf es nicht mehr erhoben werden. Jetzt sind eigentlich diese entsprechenden Substanzsteuern, die Erbschaftssteuer und die Schenkungssteuer und die Grundsteuer. Jetzt, verschiedene Bundesländer haben schon sehr konkrete Vorschläge vorgelegt, was sie einführen wollen, wenn sie denn an die Macht kommen.
Und das Ganze orientiert sich sehr stark an dem Recht, das 1990 gegolten hat, 1990 eingeführt wurde. Und es gibt auch schon Berechnungen zu den Auswirkungen. Es wird eben häufig genau dieses Argument, das Herr Bilanuk gesagt hat, auch verwendet. Ja, ja, das trifft so ein paar Besserverdienende, Superreiche, die Millionäre. Aber man muss eben sehen, es wird eine Steuer, die soll vom Ertrag immerhin die sechstgrößte Steuerart werden, mit 16,5 Milliarden mehr als die Körperschaftssteuer für alle GmbHs und AGs Deutschlands zusammen. Insofern durchaus eine Steuer, die relevant werden wird, wenn sie kommt. Und sie wird eine gewisse Zahl natürlicher Personen treffen, aber diese relativ stark, andere werden nicht betroffen. Wie viel haben wir denn jetzt an Erbschafts- und Vermögenssteueraufkommen und Schenkungssteueraufkommen? Also Erbschaftssteuer aktuell 4,2 Milliarden. Und die Vermögenssteuer wäre das Vierfache der aktuellen Vermögenssteueraufkommen. Gerade vorher war noch die Aussage von der grünen Richtung, die Linke, die wollte die Erbschaftssteuer von 7 Milliarden erhöhen, also von 4 auf 11 Milliarden. Die Linke, ja. Und die, Linke. Und die anderen? Die äußern sich, wie gesagt, also die SPD versteht sich mit Abschaffung Wirrwarr und verfassungskonformer Zustand und sagt eigentlich nicht genau, was sie machen. Also die Vermögensabgabe der Grünen ist ja durchdekliniert, gibt es einen Gesetzentwurf. Die haben aber jetzt auch die verfassungsrechtlichen Probleme. Die würde Richtung 11 Milliarden gehen. Das ist die Vermögensabgabe der Grünen, nicht die Wann wird die denn gezogen? Die Vermögensabgabe wird fällig auch im Erbschafts- und Schenkungsfall. Nein. Sondern? Also die Vermögensabgabe ist eigentlich angedacht, quasi sozusagen das Vorbild statt der Lastenausgleich nach dem Zweiten Weltkrieg als Sonderabgabe der Vermögenden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man die Situation, das Land war zerbombt, das war vom Krieg ausgeblutet, kaputt alles. Und da gab es verschiedene Personen, die haben doch relativ alles verloren, die Sparer haben extrem viel verloren, die Eigentümer von Grundbesitz, Sachwerten haben weniger verloren und dann wurde eben eine Vermögensabgabe im Lastenausgleich gemacht, um einfach diese Kriegsfolgen gleichmäßig zu verteilen. Und jetzt wird von der bestimmten Partei eine Analogie gezogen, die Euro-Krise wäre ein ähnlich krisenhafter Vorgang und deshalb dürfe man hier in diesem Krisenszenario in Vermögen eingreifen. Da habe ich eigentlich extreme Bedenken, also die Euro-Krise ist sicher nicht ganz einfach, aber die Situation der Nachkriegszeit, Verwüstung des Krieges, viele Millionen Menschen gefallen sind, das kann man nicht vergleichen, das habe ich große Bedenken. Und die Linken, die das wollen, die sagen dann eben, eine Vermögensabgabe, einen bestimmten Betrag und das eben auf bestimmte Jahre gestreckt, muss eben ein bestimmter Teil des Vermögens abgegeben werden, um diese Lasten aus Staatsschuldenkrise, Euroskrise etc. abzugeben. Das jetzt noch zum Verständnis. Die Vermögensabgabe dann einmalig und dann gestreckt. Also oder einmalige Berechnung mit gestreckter Auszahlung über bestimmte Anzahl von Jahren. Und das trifft 143.000 Personen. Nee, das ist die Vermögenssteuer. Das wäre die Vermögenssteuer. Das ist die SPD. Also was ist jetzt gerade im Umlauf zu den Werten und zu den Konditionen? Steuersatz wäre 1% des Nettovermögens. Wir haben vorher schon gesprochen, dass die Sparer aktuell schon kalt enteignet werden. Wenn Sie heute mal bei der Bank anlegen, Cashgelder oder ähnliches, dann müssen Sie froh sein, wenn Sie 1% bekommen. Sie kriegen nur weniger. Von 0,8% zahlen schon Abgeltungssteuer 25%. Dann bleiben noch 0,6% übrig und davon zahlen Sie noch 1% Vermögensteuer, dann sind Sie enteignet. Dann sind Sie enteignet, ganz eindeutig. Es gibt Freibeträge, 2 Millionen mit Abschmelzung, bei Ehegatten doppelte Freibeträge und die Vermögensteuer wird eben nicht als abzugsfähiger Betrag auf die Einkommensteuer angerechnet, sondern wirklich komplett parallel daneben erhoben. Kommt also zu anderen Belastungen noch oben drauf. Ich habe einmal mal ein Beispiel gerechnet, was passiert bei einem Unternehmen. Das ist ein kleiner Hinweis, also das 1%, da gibt es eben die Idee, bei einer Kapitalgesellschaft, einer GmbH,
da wird eben die Vermögenssteuer quasi gesplittet erhoben zur Hälfte auf der Ebene der Kapitalgesellschaft und zur Hälfte auf der Ebene des Anteilseigners. Und das haben wir gerechnet. Bei 20 Millionen Unternehmenswert, einem Jahresüberschuss von 1 Million, wird erstmal Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer abgezogen, 300.000. Dann die Vermögenssteuer, bleibt eben übrig 600.000 Euro in dem Beispiel. Die 600.000 Euro schüttet dann das Unternehmen aus. Davon geht die Kapitalertragssteuer ab. Beim Gesellschafter fließen zunächst 450.000 zu. Davon zahlt er 100.000 Vermögensteuer. Dann bleiben ihm 350.000 übrig. Steuerbelastung in Summe 65%. Um das Ganze zu verschärfen, haben wir mal den Gewinn halbiert auf 500.000 Euro. Gleiches Rechenschema, dann bleiben eben noch 87.500 Euro übrig. Wir haben 82,5% Steuersatz. Und jetzt kommt eben genau die Frage Verfassungskonformität dieser Regelung. Denn im damaligen Beschluss, in dem die Vermögensteuer abgeschafft wurde faktisch, hat das Verfassungsgericht auch einen sehr, sehr interessanten Satz von sich gegeben. Das Gericht hat gesagt, das ist eine sogenannte Sollertragssteuer und bei einer typisierenden Betrachtung müsse die Gesamtsteuerbelastung inklusive Vermögensteuer in der Nähe der hälftigen Teilung bleiben. Was jetzt die Nähe ist zur hälftigen Teilung, darüber kann man wieder diskutieren und philosophieren, aber 82,5% ist eindeutig nicht die Nähe zur hälftigen Teilung. Also ich habe ganz große Bedenken, ich habe hier die Vermögensteuer, gerade in einer Situation, wo die Erträge im Unternehmensbereich niedrig sind, wo die Zinsen im Privatbereich sehr niedrig sind, ob hier eine Vermögensteuer neben der Ertragssteuer noch zulässig ist oder ob wir hier den Halbteilungsgrundsatz verletzen, ob ins Eigentumsrecht eingegriffen wird, habe ich große, große Bedenken. Könnten Sie noch mal die vorhergehende Folie? Ich habe nur eine Frage zu der Kapitalertragssteuer. Die wird ihm doch auf seine Einkommensteuer angerechnet. Ja, aber also gut, hat er gezahlt. Eine Abgeltungssteuer. Also die Normallösung wäre eben, dass diese Steuer einmalig eingehalten wird vom ausschüttenden Unternehmen und damit die Besteuerung des Anteilseigners erledigt ist. Es gibt Möglichkeiten, wenn jetzt die Steuer des Anteilseigners sehr gering wäre, dann kann er in die Einkommensteuerveranlagung gehen, sage ich habe nur ein Einkommen von 5.000 Euro, habe aber bereits Kapitalertragssteuer gezahlt, dann kann er Erstattung bekommen. Aber im Normalfall, wenn eben der Steuersatz über 25% liegt, dann bleibt es bei dieser Kapitalertragssteuer, dann fällt auch keine weitere Steuer im Privatbereich mehr an. Ja, ich habe vorhin schon kurz angedeutet, bei Kapitalgesellschaften muss man eben ein spezielles Besteuerungsregime schaffen. Wenn es quasi auf Gesellschafts- und auf Gesellschafter-Ebene besteuert würde, wäre eben die Belastung doppelt so hoch. Das hat man vermieden, eben dadurch im Entwurf, dass an den beiden Stufen die Hälfte erhoben wird. Und wenn natürlich mehrere Gesellschaften übereinander beteiligt wären, dann wäre natürlich auf jeder Stufe Vermögenssteuer zu erheben. Auch hier gibt es Ausnahmeregelungen für Konzerne und für ja, Vermögensteuer, was jetzt sie tun? Die Frage ist offen, es wird abhängig davon, wer im September die Wahl gewinnt. Wenn die Wahl so ausgeht, dass eine Vermögensteuer kommt, dann gibt es große Zweifel. Wir müssen eigentlich nach dem letzten Urteil des Verfassungsgerichtes alle Vermögensarten möglichst gleichmäßig besteuern und die Werte verkehrswertnah ermitteln. Wir dürfen eben nicht gegen den Halbteilungsgrundsatz verstoßen. Insofern große Bedenken, ob das funktionieren wird. Wenn sie kommt, wenn sie durchgeführt wird, gibt es ein ganz ordentliches Volumen und es gibt eben doch eine ganze Menge Personen, die betroffen sein werden. Nun kommt was ganz Kurioses. Wir haben eigentlich in Deutschland seit mittlerweile über 100 Jahren die sogenannte Maßgeblichkeit der Handelsbilanz und Steuerbilanz. Wird auch ganz hoch gehalten. Es gab vor wenigen Jahren das Bill-Mock Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. Auch da wurde im Prinzip an diesem nichts Wesentliches geändert.
Mittlerweile gibt es Einkommensteuerrichtlinien, die sagen, man müsse für Zwecke der Einkommensbesteuerung in die Herstellungskosten von Produkten eine Vielzahl von Kosten einbeziehen, die man bisher typischerweise nicht einbezogen hat. Also gerade so viel Unternehmer stört der Begriff Betriebsrat. Also die Kosten des Betriebsrates müssen das Produkt drauf kalkulieren. Also manche drehen durch, wenn sie das hören. Also das ist nicht unbedingt sinnvoll. Das steht so in den Einkommensteuerrichtlinien drin, dass eigentlich ab dem Jahr 2012 das Ganze so anzuwenden wäre. Jetzt und damit weicht eigentlich die Bilanzierung nach Steuerrecht von üblichen Bilanzierungen gemäß HGB ab. Dann haben wir noch die Besonderheit, dass sie zwar die Kosten einbeziehen müssen, aber zum Beispiel, wenn ein Betrieb unterbeschäftigt ist, können nur diese angemessenen Bestandteile einbezogen werden, sprich die Lehrkosten müssen rausgerechnet werden. Dann die kleinen Unternehmen, die haben eben keine großartige Kostenrechnung, die müssen jetzt erstmal nicht eine Kostenrechnung einführen, um auch das Ganze zu machen. Die größten Unternehmen, die können es eigentlich, aber viele Unternehmen wollen eben bei der bisherigen Bilanzierungsmethode bleiben und müssen dann eigentlich doppelt die Herstellungskosten berechnen, einmal nach Einkommensteuerrecht, einmal nach HGB. Jetzt gibt es ein Novum. Das Ganze steht in den Einkommensteuerrichtlinien drin. Die Einkommensteuerrichtlinien sind vom Bundesfinanzminister herausgegeben und sollen eigentlich allgemein angewandt werden. Jetzt hat der Bundesfinanzminister einen Nicht-Anwendungserlass seiner Richtlinie erlassen. Die Verbände sind Sturm gelaufen und gesagt, das geht nicht, das kann nicht sein. Und deshalb wurde es vorläufig mal auf Eis gelegt, aber wir wissen eben nicht, wie lange das Ganze gehen soll. So eine Beurteilung, was passiert hier eigentlich? Wenn ich Herstellungskosten meiner Produkte, ich habe 1 Million Vorräte, wenn ich durch bestimmte Bewertungsmaßnahmen den Wert von 1 Million auf 1.050.000 erhöhe, dann habe ich im ersten Jahr 50.000 Euro mehr Gewinn. In der nächsten Periode sind idealerweise die Produkte verkauft. Durch die Hochbewertung am Jahresende habe ich im nächsten Jahr mehr Aufwand. Im Folgejahr habe ich 50.000 weniger Ergebnis. Also das ist eine Verschiebung in eine Periode, bringt dem Fiskus allenfalls ein Liquiditätsvorteil und für diesen Vorteil müssen hier Tausende von Unternehmen, die Mittel damit haben, eine komplizierte Berechnung durchführen. Für mich nicht nachvollziehbar. Aber das ist derzeitige Rechtslage nur ausgesetzt. Ist nur ausgesetzt. Also steht in Richtung also drin. Ist kein Vorwurf an die anderen, an die Oppositionsparteien. Nee. Nee. Noch ein weiterer Punkt, der eigentlich eine Kleinigkeit ist, so wenn man es mal ganz schnell hört. Gelangensbestätigung. Um es ganz trivial darzustellen, wir in Baden-Württemberg sind ja Exportland. Wir haben sehr viele exportorientierte Unternehmen und wir haben langjährige Regelungen für die Exporte in der EU. Und jetzt wurde auch nach langen Wirren um diese Regelung, soll zum 1. Oktober eine Regelung in Kraft treten, die sogenannte Gelangensbestätigung. Der erste Ansatz war, dass in allen Fällen, egal ob das ein Versendungsfall ist oder ein Abholfall, in allen Fällen, in denen Ware ins EU-Ausland geliefert wird, sollte der Empfänger der Ware in Rumänien, in Tschechien, egal wo, wenn die Ware körperlich im EU-Ausland angekommen ist, eine Gelangensbestätigung unterschreiben und die zurückschicken und nur mit dieser unterschriebenen Gelangensbestätigung aus dem EU-Land kann in Deutschland die Steuerbefreiung erlangt werden. Auch hier waren die Verbände schon sehr aktiv. BDI, alle großen Verbände haben ihr Veto eingelegt und haben es auch geschafft, dass diese Gelangensbestätigung für die meisten Fälle, sprich die Versendungsfälle, ein Unternehmer transportiert mit einem LKW oder transportiert mit einer Spedition ins Ausland, für diese Fälle ist diese Bestätigung vom Tisch. Für diese Fälle gilt weiterhin, dass über die sogenannte Speditionsbescheinigung der Nachweis geführt werden kann. Aber für den sogenannten Abholfall muss ab 1. Oktober planmäßig dieser Nachweis über die Gelangensbestätigung erbracht werden. Das heißt,
Der Unternehmer bekommt keine Steuerfreiheit, wenn sein Kunde steht in Deutschland vor der Tür, holt was ab, sagt mir, ja, schicke ich dir, und dann schickt er es nicht. Und der Unterschied sind leider nur 19%. Wenn der nachweislich da ist, hat der Unternehmer 19% Umsatzsteuer zu zahlen, die er nicht kalkuliert hat. Also dann sagt mir, Abholfall ist ja eher selten, das meiste wird eigentlich über Spedition etc. geschickt. Wir haben relativ viele Abholfälle in der Form, dass ein Unternehmer, zum Beispiel aus Osteuropa, hat eben besseren Zugang zu billigen Transportgesellschaften, Speditionen, dann beauftragt der Abnehmer in Rumänien, eine rumänische Spedition, die Ware in Deutschland abzuholen, damit haben wir einen Abholfall und damit gilt bereits diese Regelung. Also Abholfälle sind nicht nur die Fälle, die körperlich in Dresden gehen, sondern eben auch über eine Spedition, die vom Abnehmer beauftragt wird. Ja, aus meiner Sicht ein wahnsinniges Dilemma. Also die Unternehmer können sich eigentlich, wenn die Regelung so kommt, nur dadurch schützen, dass sie bei dem sogenannten Abholfall direkt mit Aussteller 1.000 Euro plus 190 Euro Kaution. Und die 190 Euro Kaution bekommt der Abnehmer dann zurück, wenn er das unterschriebene Blatt zurückgeschickt hat, dann kriegt er das Recht zurück, aber wir sind quasi in einem Pfand- oder Kautionsbereich drin, der einfach Mühe macht und die Wirtschaft belastet. Und für mich ist auch die Frage, was soll diese Regelung? Also es geht eben um die Frage Umsatzsteuerbetrug. Da werden Milliarden an Verlusten gewittert. Also ich gehe davon aus, das Papier mit rumänischer Unterschrift und Stempel, also ein guter Krimineller wird den Beleg hinbekommen. Aber ein anständiger Unternehmer, dem fehlt der Beleg möglicherweise. Also dass hier der richtige Zielgericht getroffen wird, tatsächlich nicht. Was schlagen Sie vor? Diese Regelung kann man schick abschaffen. Also wir haben jetzt wirklich, der Binnenmarkt wurde eingeführt zum 1. Januar 1993. Wir haben jetzt 20 Jahre Erfahrung. Mir wäre nicht bekannt, dass über diese Bescheinigungen massiv Betrug gelaufen wäre. Also ich weiß meine Mandanten ohnehin an, im Abholfall kommt jemand, zum Beispiel ein Rumäne, ein Pole, egal wer, kommt nach Deutschland, will Ware abholen, dann wird kopiert ja, der Ausweis, damit er weiß, die Person war das. Die Person muss unterschreiben, einen Abholschein, ich hole ab für Firma XY, am besten bringt er noch einen Registerauszug seiner polnischen Firma mit, dann wird alles zusammengetragen und das ist der Nachweis dafür, dass ein Ausländer da wäre, für eine ausländische Firma gehandelt hat und sich verpflichtet, die Ware ins Ausland auszuführen. Mehr kann man nicht kontrollieren. Ja, aber es geht doch darum, dass es nicht nach Rumänien geht, sondern über Rumänien in die Türkei zum Beispiel. Darum also das wäre jetzt auch nicht unser wirkliches Problem, also das mag dann wieder um die... Aber das sind die wahren Probleme, die dahinter stecken. Im deutschen Fiskus geht es eigentlich nur darum, dass die Ware nicht im Inland wird. Denn im Inland hätten wir 19% Steuerpflicht, im Ausland eben nicht im EU-Ausland. Also Nachweis muss eigentlich sein, es war ein Unternehmer, der gekauft hat, er bringt die Ware ins Ausland. Das sind die Voraussetzungen. Und wenn jemand hier in Deutschland mit rumänischem Pass, mit rumänischem Registerauszug auftritt und sagt, jawohl, ich führe diese Ware nach Rumänien aus, also mehr kann man aus meiner Sicht dem Unternehmer nicht abverlangen. Wir können nicht wirklich jede Lieferung von 1.000 Euro bis zum letzten Abnehmer irgendwo freuen. Das ist nicht realitätsnah. Aber es ist gesetzeslage. Aktuell. Bei Nummer 5 habe ich wieder den Titel meines Vortrags aufgenommen, Anforderungen an moderne Unternehmensbesteuerung. Ich kenne keinen Unternehmer, der sagt, ich will keine Steuern zahlen. Jeder Unternehmer, den ich kenne, der sagt, jawohl, ich lebe, arbeite hier in Deutschland, wir haben eine Infrastruktur, wir haben gute Rahmenbedingungen, dafür muss ich Steuern zahlen. Damit hat keiner ein Problem. Aber besteuern nach der Leistungsfähigkeit. Das ist eigentlich das größte Prinzip der Ertragsbesteuerung und Besteuerung insgesamt. Und die Vermögenssteuer richtet sich nicht am Ertrag, sondern an Substanz. Also die Forderung der Wirtschaft ist ganz klar. Es gibt Krisen und wenn ich in einer Krisensituation wie 2008, 2009, wenn ich riesige Verluste fahre und dann noch 1% des Vermögenswertes an
Vermögensteuer zahlen muss, dann geht es an die Substanz. Der zweite Punkt, die Unternehmensnachfolge. Wir haben in Baden-Württemberg sehr, sehr viele Familienunternehmen, die zweite, dritte, vierte, fünfte Generation geführt werden. Und wir haben immer noch genügend gute Nachfolger, die bereit sind, das zu übernehmen. Aber durch die Übernahme vom Vater auf den Sohn wird die Firma nicht reicher. Die Kasse wird nicht gefüllt. Hier wird eigentlich ein Vorgang besteuert, der eigentlich nichts in die Kasse spielt. Und insofern, wenn man die Unternehmen erhalten will und nicht in den Verkauf treiben will, dann brauchen wir eine Besteuerung, die bei der Unternehmensnachfolge angemessen begünstigt. Der dritte Punkt, der trifft eigentlich jetzt die letzten beiden Gliederungspunkte, sprich Herstellungskostenbegriff und diese Bilanzbestätigung. Jeder weiß, der Staat braucht Einnahmen, aber die Einnahmen müssen in einer sinnvollen Korrelation stehen zu den Bürokratiekosten beim Unternehmen. Wenn ich meine Herstellungskostenkalkulation komplett auf den Kopf stellen muss, obwohl es dem Staat gar nichts bringt oder nur wenig bringt, mir große Kosten verursacht, dann passt das nicht. Das kann nicht Ziel einer modernen Unternehmensbesteuerung sein. Jetzt kommt mein Wunschkonzert. Die Erbschaftssteuer, also die derzeitige Regelung, hat der BfH sich klar geäußert, er hält die für nicht verfassungskonform. Und gerade eben diese Abschaffung der Cash GmbH, das war wirklich ein ganz klarer Missbrauch. Als diese Regelung abgeschafft wurde, ist schon nicht ganz, ganz klar nachvollziehbar wichtig. Aber die Abschaffung jeglicher Begünstigung halte ich auch für falsch. Wir brauchen weiterhin eine angemessene Verschonung für Unternehmensvermögen, für die Erhaltung von Arbeitsplätzen. Und dann müssen wir eben von dem Optionsabschlag 100% runtergehen, eine geringere Begünstigung wählen, aber so, dass Unternehmen nicht an Unternehmensnachfolge scheitern. Außerdem wird eben immer gesagt, das Ganze muss letztlich Gemeinwohl gebunden sein, dann ist eben auch klar, dann könnte man eben zum Beispiel die Veräußerung von Unternehmen, die heute auf 5 oder 7 Jahre festgelegt sind, auf 7 und 10 Jahre verlängern, die Lohnsummenregelung etwas ausweiten. Da gibt es Möglichkeiten, dass wir in Summe bei einer Begünstigung bleiben, aber die Modalitäten etwas verschärfen. Bei der Vermögenssteuer habe ich auch eine klare Zielsetzung, keine Wiedereinführung, diese formale oder diese de facto Beendigung 97 war aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll. Es entspricht nicht der Besteuerung nach dem Leistungsfähigkeitsprinzip, wir verstoßen gegen den Halbteilungsgrundsatz und was eben auch immer wieder aufkommt, damals waren Schätzungen. Wir müssen ja im Prinzip für die Vermögensteuer, müssen wir in Deutschland alle Immobilien, die heute vorhanden sind, bewerten. Alle. Wir haben mal die Einheitswerte eingeführt 1964. Und damals gab es eine Bewertung flächendeckend. Sollte dann alle 6 Jahre angepasst werden. Dann gab es 1974 keine Anpassung, sondern lineare Erhöhung 40%. Und seitdem keine mehr. Das heißt, wir haben es nicht geschafft, seit 1964 diese Werte neu zu erheben. Jetzt müsst ihr wirklich auf einen Schlag alle Gebäude in Deutschland für Zwecke der Vermögensteuer bewerten. Ein Wahnsinnsaufwand. Und insgesamt wurde damals schon gerechnet, dass etwa 1/3 der Vermögensteuer als Verwaltungsaufwand verloren geht. Der Herstellungskostenbegriff, da habe ich auch eine klare Meinung. Der Fiskus bekommt relativ wenig zusätzlich und nur etwas früher. Das Unternehmen wird unangemessen benachteiligt, belastet, insofern diese Änderung schlicht zurücknehmen, wäre ein klarer Wunsch. Genauso die Gelangungsbestätigung, wir sind 20 Jahre ohne dieses Vehikel ausgekommen, ich sehe keinen nennenswerten Missbrauch, auch das sollte eigentlich abgeschafft werden. Dankeschön, das war's mal.